Nach der Gründung 1914 durch die Brüder Maserati baute der Konzern mit dem Dreizack ausschließlich Rennautos. Die Serienproduktion von Straßenfahrzeugen fand erst nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Anfang und wurde eher nebenbei betrieben, bis 1957. Obwohl der Argentinier Juan Manuel Fangio die Formel-1-Meisterschaft in diesem Jahr für Maserati gewinnen konnte, konzentriert man sich nun auf die Produktion von Serienfahrzeugen für die Straßen. Seit ein paar Jahren scheint man sich aber in Modena seiner Wurzeln zu erinnern und man macht sich wieder stark im Rennsport. Mit dem Supersportwagen MC12 konnte man seit 2004 in der FIA GT1 Meisterschaft zahlreiche Siege erringen und mit dem Gran Turismo MC will man das auch in der GT4 Rennserie weiterführen. MC steht hier übrigens für Maserati Corse, die hauseigene Motorsportabteilung. In der GT4-Rennserie wird großer Wert auf die Nähe zum Serienfahrzeug gelegt, wobei das Ausbauen von unnötigem Ballast durchaus erlaubt ist. Beim Gran Turismo MC, der auf dem Gran Turismo S basiert, machte dieser unnötige Ballast immerhin 400 Kilo aus und man konnte das ursprüngliche Gewicht von 1,8 Tonnen auf 1,4 Tonnen senken. Das ergibt bei reglementierten 400 PS ein Leistungsgewicht von 3,4 Kilogramm pro PS.